So, ich sehe gerade, ich habe oben schon Bewertung. Das ist schon mal nice. Hier bin ich unter Silber, bin ich jetzt da mit 55. So, wir werden jetzt. Guck mal, Australien, China, Bahrain. Warum hatte ich Spanien gerade zweimal in Folge? Komm, eins machen wir noch. Ich will nicht in der niedrigen Lobby. Kriege ich weniger Punkte. Kann es auch einstellen. Geh mal raus. Auch Bahrain geht. Kann ich ja eh nichts umstellen. Ja, da hat jemand ein EA-Logo, der Fug. Irgendwie sind gerade die Server irgendwie schon am Schwächen, kann das sein?
Jetzt will ich nach Sektor 1 schon eine Sekunde zurückliegen, Alter. Habt ihr einen Arsch offen? Genau, Digi. 1,8 Sekunden Rückstand nach Sektor 2. Willst du mich ficken, Alter? Wollte ich gerade sagen, normalerweise fahre ich auch eigentlich eine 1,30. Aber keine 1,34. Allein schon beim Start, dass Ferus schon instant vor mir war. Von der Anzeige her. Dann waren da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber ich kann schon mal die Top 3 schon mal in die Tonne treten. Oh, der rechte, der vierplatzierte, der blaue sieht aus wie eine Sauberlackierung von letztem Jahr. Also der eine ist ja komplett laggy, ne? Wie kann man sich in der Kurve wegdrehen? Also gut, ab jetzt konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens.
Ach, jetzt ist es auf einmal Kollision an, oder was? Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Die Batterie ist gut aufgeladen. Wir sollten die Überholtaste öfter einsetzen. Ah, sind wieder kollidiert. So, genau, weil ich HB-Wertung bin, deswegen. Also die Kollision ja an. Habe ich ja vergessen. Wir lernen uns den Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. In real life ist das keine Verwarnung, ganz ehrlich. Behalte den Abstand nach vorne im Auge. 1,5 Sekunden. Ja, die Bremspunkte passen irgendwie auch gerade nicht mehr. Digga, wo ist das für eine Verwarnung, du Scheiß-Game? Verwarnung ist für mich, wenn ich mit mehr wie zwei Reifen von der Strecke bin. Und nicht mit einem. Wenn du weiter so die Kurven Digga, das waren wieder zwei Reifen auf der Strecke und Digga, diese Logik des Spiels mit der Regel, ne? Das ist das jahrelange Problem, diesem Drecksgame. Ja, komm, halt dein Maul. Scheiß Ingenieur, wenn ich hier aufpassen muss, dass ich ja gar nicht mit zwei Reifen auf diesen Piss-Curb komme, ja? Weil ich sonst eine Piss-Verwarnung kriege, jedes fucking Mal. Wie soll ich denn da meine scheiß Pace halten, Dreckspiel? Und übrigens, wenn ich pro Runde eine Sekunde verlieren sollte auf mein Hintermann, dann wäre schon 5 Mal nicht vorbei.
Diese Runde. Jetzt mach Druck. Fahr jetzt raus. Perfekt eingebogen. Die Stoppzeit sieht gut aus. Wir sind sehr zufrieden. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Ja, komm, fick dich, du Wix-Game. Ich warte darauf, dass du mir gleich eine Penalty gibst. Auto hinter uns mit 15,5 Sekunden.
Abstand zum vorausfahrenden Auto 11,9 Sekunden. Ja, komm, Digi. Ich habe eine 1,337. Also 0,2 Sekunden. Muss ich noch irgendwie rausknüppeln. Aber dafür gibt es aber keine Verwarnung oder was? Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,1 Sekunden.
Ich merke, dass er Triplatzierter vor mir ist. Okay. Überhaupt die Season verlassen. Aber guck mal, jetzt habe ich auf einmal über eine Sekunde instant verloren. Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Digi, der soll sich mal einen neuen Router kaufen, eine neue Netzverbindung, der Sack da vorne, ey. Ja, guck mal, ich krieg permanente Verwarnungen. Die fahren wahrscheinlich so oft neben diese Pissstrecke, weißt du, und kriegen nicht mal ein oder so ein Scheiß. Die hört mir nicht wollen, wenn ich gleich wieder auf C-Wertung abfalle. Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,4 Sekunden. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1,30,9. Ich fürchte, dafür fehlen uns Daten. Wie auch immer er die fährt, Alter. Die letzte Runde läuft. Letzte Runde. Die, man muss auch mal nach vorne gucken, ne, Kollege? Und nach hinten gucken. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Was ist er denn, letzte Kurve? Ja, letzte Kurve. Also anscheinend hat keiner Strafen gekriegt. Ein Podium.
Podiumsplatz ist gut, aber nicht, wenn wir den Sieg haben wollten. Wieso kriege ich jetzt noch so wenig Punkte, Digi? So, was kriegen wir? Cash, Flüge, Sponsor, Vertrag. Gut, sage ich schon mal danke fürs Zugucken und dann bis zur nächsten Folge.